In diesem kleinen Karton befinden sich ca. 7,2 Tonnen Stahl. Du glaubst es nicht? Dann bleib dran und lass dich überraschen. Der Kevin, vielen auch bekannt als Count of Brick mit seinem YouTube-Kanal, ist jetzt unter die Designer gegangen und hat das, was er kreiert hat, an Lesti abgetreten, verkauft, kooperiert, wie auch immer. Ich denke mal, ihr wisst genau, was ich meine. Somit bekommen wir jetzt seine Nürnberg. Denn es ist ein leichter Kreuzer, ein schwerer Kreuzer. Es ist ein Kreuzer. Ich weiß nur, dass er irgendwie als Kriegsbeute an die Russen gegangen ist. Das weiß ich. Und ich glaube, 59 oder war es 60, also 1900 für die, die später geboren sind, ist das Ganze dann abgewrackt worden. Hier drin befindet sich jetzt das ganze Set. Ich persönlich reiße mal den Karton auf. Es wird jetzt, glaube ich, nicht sonderlich spektakulär. Es ist eine Tüte, überschaubar von der Teilezahl her. Das müssten die neuen Steine von Lesti sein. Ich bin natürlich auf das Schiff gespannt. Es ist vermutlich im Maßstab 1 zu 300, nicht 200. Also passend zu den Schiffen, die wir von Kobi kennen. Nicht so was Großes, wie ihr da hinten seht. Ein bisschen was Kleineres. Ich bin A auf das Design gespannt. Gucken, ob er saubere Arbeit abgeliefert hat. Werden wir drüber reden. Vielmehr bin ich aber auch auf die Steine gespannt. Das müssten jetzt die neuen Steine sein, die ja von vielen Leuten angepriesen wurden und wurde gesagt, die sind super. Ich bin mehr als gespannt. Ich will auch gar nicht großartig rumreden. Ich denke mal, wir bauen dieses Schiff jetzt erstmal, also ich baue dieses Schiff jetzt erstmal zusammen. Dann reden wir über das Ganze, dann gucken wir uns das an. Und Kevin, wenn es mir nicht gefällt, dann wird es zerrissen. Wir sehen uns. Die Sortierung von Lesti, die wird mir ein ewiges Rätsel bleiben. Ich habe ganz, ganz grob vorsortiert. Beim Vorsortieren ist mir jetzt im Grunde genommen nichts aufgefallen. Das Schiff wird sehr viel mit Standardsteinen gebaut. Also es sind jetzt keine Spezialitäten dabei, wo man mal gucken muss, wo man jetzt schon sagt, oh, das wird Probleme geben. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Pin mit der 3L-Achse da drauf ein typisches Technikteil, dass das vielleicht nicht unbedingt mitmachen wird, dass das ein bisschen locker wird. Das befürchte ich schon im Vorfeld, weil Technik und Chinesenhersteller, das harmoniert noch nicht so wirklich. Ansonsten finde ich hier nichts, auf was man noch eingehen müsste, außer auf diesen Briefumschlag. Der Kevin hat mir diesen Brief geschickt. Ich wusste, dass ich seinen Kreuzer bekomme. Deswegen habe ich dieses Hütchen, das verdächtig nach Klemmbaustein klappert, erst einmal außer Acht gelassen und ich vermute mal ganz, ganz schwer, dass hier drin noch bedruckte Fliesen sind. Ich habe ja die Bauanleitung schon vor mir. Hier gibt es eine, ich glaube, 2x6 Fliese mit dem Typenschild und es gibt hier auch noch eine Fahne. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Ich sehe schon, dass hier drin ein Liebesbrief ist. Schauen wir mal. Der Kevin hat geschrieben, danke, dass du dich für mein Modell des leichten Kreuzers Nürnberg entschieden und das Set bei Lesti gekauft hast. Kevin, gerne geschehen. Als einer der ersten 10 Besteller, das muss man sich jetzt vielleicht auf der Zunge zergehen lassen. Ich weiß nicht, wie viele Bestellungen es bis jetzt gegeben hat. 9 gibt es maximal noch, würde ich jetzt mal so sagen. Als einer der ersten 10 Besteller des Modells möchte ich dir hiermit eine besondere Edition der Nürnberg schenken. Das heißt, ich habe eine von 10 außergewöhnlichen. Das freut mich schon mal sehr. Dieses Paket beinhaltet gedrucktes Typenschild für den Standfuß. Ich habe richtig vermutet. Kobi Kriegsmarine Flagge. Kobi Nano Flugzeug für das enthaltene
Flugzeugkatapult, Zusammenbau erforderlich. Dass ich hier jetzt auch noch was zusammenbauen muss, das grenzt ja schon an eine Frechheit. Ich wünsche dir viel Spaß mit meinem Design, freue mich über Bilder oder Videos. Danke für deine Unterstützung. Handsigniert, sehr, sehr schön. Natürlich wird es Videos und Fotos davon geben. In den Fotos wird es eher weniger geben. Aber natürlich wird es ein Video davon geben, Kevin. Warte ein wenig ab, dann wird es kommen. So, dann schauen wir hier mal rein. Freut mich natürlich sehr. 2x6 hier. Die Beschreibung von dem... es ist unscharf, aber ihr könnt es sehen. 1 zu 300 habe ich dann vorhin schon mal richtig geraten. 1934 bis 1945, also die Zeit, wo sie in Dienst gestellt gewesen ist, ein winzig kleines Flugzeug und die angesprochene Flagge. Ich tue das erstmal in die Tüte tun, Kasala, würde man sagen können, glaube ich, und werde mich natürlich jetzt sofort an den Bau begeben. Ich hau euch Musik auf die Ohren, ich hau mir Musik auf die Ohren und wenn das Ganze fertig ist, die paar Steine hier, 4-5 Stunden, tippe ich mal, dann sehen wir uns wieder. Hey Kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action and with a little time. Just be patient. Ich habe mir gedacht, ich komme mal zu euch. Und zwar habe ich es eingangs erwähnt. Das ist das erste Mal, dass ich mit den Steinen baue, die ich jetzt, oder die Lesti neu hat. Es ist also ein neuer Anbieter und ich habe bei so manch einem, man nennt sie heutzutage Influencer, nehmt mir das nicht böse, wenn ich das so sage, ich meine das auf keinen Fall abwertend. Ich bin ja selber auch so ein Typ. Dort sind diese Steine wirklich hochgelobt worden. Und jetzt muss ich mich dann mal fragen, wenn ich ein Produktmuster bekomme, dann hat mich das erstmal nichts gekostet, das ist schon richtig. Aber ist das Grund, sowas in den Himmel zu loben, weil ich denjenigen nicht verärgern möchte, der mir was geschenkt hat? Nee, ehrlich gesagt nicht. Also hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin enttäuscht. Die Messlatte, die lag hier oben, weil ich überall gehört habe, was für gute Steine das sind. Vielleicht hat der ein oder andere gesagt, dass sie nicht so gut sind. Das mag sein. Das ist aber an mich dann nicht herangetragen worden. An mich wurde immer nur herangetragen, hey, ich habe davon gehört, die sind super. Kannst du das auch bestätigen? Musste ich bis jetzt immer sagen, nein. Und ich werde jetzt hier so schon sagen können, nee, ich werde das auch so nicht bestätigen. Diese Steine sind nicht so gut, wie sie gelobt werden. Sie sind besser als das, was Lesti vorher hatte. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Aber wenn ich das Ganze hier so hochnehme und es fällt mir auseinander und kommt mir jetzt bitte nicht, du bist noch gar nicht fertig, weil das sind die ganz normale Verbindungen. Das darf so nicht auseinanderfallen. Das darf einfach nicht sein. Und das werde ich auch an Lesti so weitertragen. Da müssen Sie nacharbeiten. Das muss trotz alledem irgendwo, selbst wenn ich sie in der Mitte hochnehme, ich halte es hier mit zwei Händen. Hier ist null, wirklich absolut null Klemmkraft. Ich nehme es hier zwischen zwei Fingern und es fällt auseinander. Das darf nicht sein. Das ist schlecht. Das wird stabil. Ihr seht es, hier sind viele, viele Noppen. Hier kommt noch was dran. Das wird stabil. Das ist kein Problem. Was aber im Leben nicht stabil wird, und das steht stellvertretend so für solche Teile, das ist mein Ruder. Das fällt nämlich einfach so ab. Also hier ist die Klemmkraft nicht nur schlecht, sie ist hier quasi nicht gegeben. Jetzt nicht mehr.
es ist jetzt dran. Auch hier vorne, dass ich so mit dem Finger das abtippen kann, das ist schlecht. Das sind keine guten Steine. Das rechtfertigt in meinen Augen noch lange nicht den Preis. Jetzt hat sich mein Ruder, ich war zu laut, mein Ruder fällt wieder ab. Das werde ich austauschen. Es ist. Jetzt liegt es, wo es liegt. Es ist ein Teil, aber stellvertretend für alle Teile, sie werden nicht besser werden. Da bin ich fest von überzeugt. Bin ich jetzt hier mal zwei. Das ist. Es hält. Ja, es hält wirklich. Kann ich nicht anders sagen. Aber Freunde, so hoch gelobt, wie diese Steine geworden sind. Nein. Nie im Leben. Ach, es ist ein bisschen schade. Das ist ärgerlich, aber ich mag das nicht. Wenn ich was geschenkt bekomme, dann kann ich trotzdem ehrlich sein und sagen, nee, ist gut, aber nicht sehr gut. Nee, funktioniert leider nicht. Also da sollte man sich selber doch so ein bisschen treu sein. Das erspart anderen Leuten so ein bisschen die Mühe. Prinzipiell kann ich natürlich über das Design nicht viel mehr sagen, außer dass hier das Schiff vor mir steht. Den Rest müsst ihr euch denken. So ein bisschen was ist ja vorhanden, kommt dann alles noch mit dazu. Wird mit Sicherheit eine schöne Sache. Ich hoffe, das wird auch noch eine stabile Sache. Fehlteile, ja, hatte ich auch schon. Ich weiß nicht, was Fehlteile in dem Sinne wahnsinnig. Ich habe zwei Steine gefunden, die ich dafür nehmen konnte. Sie sind aber im Grunde genommen nicht die richtigen. Ich brauche sie eigentlich mit Noppen auf beiden Seiten, die Steine. Ich hatte zwei zu viel mit Noppen auf einer Seite. Da wird sich irgendjemand in der Kiste geirrt haben, vermute ich mal. Vielleicht kommt es auch auf mich zu und ich brauche sie. Dann werden es richtige Fehlteile. Ansonsten, naja, ich baue jetzt weiter. Ich wollte euch nur mal so ein bisschen bis hierhin über die Steine informieren. Werde euch natürlich auf den Laufenden halten, aber... Ich würde sagen, wir machen das Alte. Ihr hört Musik, ich höre Musikspiel und ich baue dabei. Rolling up Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby, came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything. Und da bin ich schon wieder. Ich glaube, ich habe schon lange kein Video mehr gehabt, in dem ich so viel unterbrochen habe, weil es so viel zu erzählen gibt. Genial. Was gibt es zu erzählen? Der hier, der Onkel, der ist nämlich ein bisschen doof. Ihr löscht bitte aus eurem Gehirn, dass ich geschrieben habe. Oder ich habe es ja nicht geschrieben, dass ich erzählt habe, dass es Fehlteile gibt. Es gibt nämlich keine. Ich habe mich einfach nur verbaut.
Ich habe mich auch beim Kevin darüber beschwert, dass ich nicht verbaut habe. Das Problem, viele von euch kennen es bei diesen Mock-Anleitungen. Ich habe sie jetzt nicht mehr, weil sie sind quasi schon alle wirklich verbaut. Es gibt ja immer diese süßen kleinen Steine mit Noppen an allen möglichen Seiten. Man kann das in der Bauanleitung teilweise aber immer nur schlecht erkennen, welche man da benutzen kann. Und somit nahm das Schicksal seinen Lauf und ich habe hier völlige Grütze zusammengebaut und es ist mir erst aufgefallen, als ich die, ich nenne es mal Beplankung an der Seite, dann das halbe Schiffchen dran drücken wollte, da passte das mit den Noppen. Der Versatz wurde größer und größer und größer. Meine Wut wurde größer und größer und größer und meine Beschwerde an den Kevin war dann ganz groß, aber nicht an den Kevin wegen des Designs, sondern mir ging es wieder um die Steine. Wer sich an die Kathedrale von Felix erinnert und so weiter und so fort, der weiß, es gibt diese Schwankungen, die ab einer gewissen Höhe bis zu einer halben Plate gehen. Hier zu Noppen sind nicht viel, dieses Schiff hat mehr. Und deswegen war es für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, oh Scheiße, hier hast du wieder das Problem mit dem Versatz. Ich kriegte aber hier keine stimmige Lösung hin. Irgendwann gab es ein Bild von der Draufsicht, wo ich sehen konnte, oh, da sind zwei Noppen, die habe ich ja gar nicht. Und da fiel es dann auf, ich habe das mit diesen Steinen falsch angeordnet. Die Beschwerde an Kevin ist raus und er wird in seinen Anleitungen das Ganze dann korrigieren. Also er wird es so weit darstellen, dass wir anhand einer Einzelzeichnung sehen, welcher Stein wirklich gemeint ist. Finde ich großartig. Alleine dafür gibt es schon mal von mir den Daumen hoch. So, verbaut habe ich mich trotzdem. Ich drehe es mal kurz um so. Wer es nicht gesehen hat, das ist schön. Hier liegt der. Habe ich einfach mal nicht aufgepasst. Also Thema Fehlteile. Es gab keine. Löscht das bitte. Qualität der Steine. Ups, da ist er wieder weg. Und das zieht sich so durch. Ich habe euch gesagt, ich vermute, wenn ich alles zusammen habe, wird das Ganze ein stabiler Konstrukt werden. Das ist es auch geworden. Bis auf mein Ruder. Das Ruder liegt hier. Es darf auch hier liegen bleiben. Das fällt also permanent ab. Diese Bar ist zu dünn. Ich habe das nämlich mittlerweile mit anderen Bars probiert. Also dieser Stein hier ist völlig in Ordnung. Wenn ich jetzt mal nur diese hier aufnehme. Es liegt nicht an dem Stein. Es liegt einfach nur an der roten Bar. Die ist ein wenig zu dünn und deswegen fällt mein Ruder ständig ab. Ansonsten ist das hier bautechnisch sehr gut gelungen und die Qualität ist wirklich so gut, dass dieses Schiff bis hierhin ein ordentlich strammer, also ich kann das hier mal nehmen und wackeln wir mal rum und ihr seht, da fällt nichts ab. Das funktioniert. Das ist super. So wie ich das schon gesagt hatte, in der Masse ist alles in Ordnung. Einzelne Steine, ja, so wie dieser hier, man drückt nur ganz sanft dagegen, zack, fällt er ab. Das ist kein Stein, das ist Müll. Und dann auch noch eine so große Aussperrung, ich kann den sogar, könnt ihr das sehen? Man kann den hoch und runter schieben, phänomenal. Egal, also wenn es nur der eine ist, der wirklich im Verbund das ganze Schiff nicht zusammenhält, ist es mir egal, bis hierhin funktioniert es. Ich habe hier meine Markierung, Steuerbord, Backbord. Ich habe hier noch eine Menge Aufbauten zu machen. Und ich habe noch gerade vergessen, das ging mir auch so durch den Kopf. Was macht eigentlich Lego, wenn die irgendwann mal rausfinden, dass man die Arme der Figuren als Bewaffnung für ein Kriegsschiff nutzen kann? Nehmen die sie vom Markt? Macht das den Markt offen für andere Minifigurenhersteller? Wir werden es im Auge behalten. So. Im Auge behalten werde ich das jetzt nicht mehr. Ich will wieder was im Ohr behalten und zwar meine Musik. Ich brumme euch auch Musik auf die Ohren und ich denke mal, das nächste Mal sehen wir uns wirklich erst, wenn das Schiff fertig ist.
und auf einmal steht hier die Nürnberg vor mir. Viele von euch werden jetzt sagen, oh, Olli, das ist nicht die Nürnberg, da fehlt ja die Hälfte. Ihr habt recht, ich muss euch nämlich was zeigen. Blendet bitte den Designer. Alles, was hier designt wurde, blendet das jetzt bitte mal aus. Wenn ein Thema mich anfrisst, dann frisst es mich an und dann grübel ich da stundenlang drüber, wieso ist das so? Viele meiner Influencer, Kollegen, Kameraden, Mitbestreiter, wie auch immer ihr das ausdrücken wollt, es ist mir egal, haben diese Jingblocks in den Himmel gelobt. Diese Plate gehört hier zu diesem Schiff. Sie gehört hier auf diese vier Noppen. Ich nopp das Ganze mal auf und ich lasse das Schiff mal... Oh. Ich glaube, das spricht für sich. Jetzt sollte daran dieser ganze Turm halten. Ich habe... Weg mit diesem Schrott. Ich habe diese Plate gegen eine Plate von Gobrix ausgetauscht. Wo auf einmal hält es. Ich will das nicht allzu schief machen, weil wenn ich hier so ein bisschen, wenn ich das nicht ordentlich drauf drücke, passiert hier genau das Gleiche. So, dann habe ich die Geschütztürme. Wenn ihr jetzt mal hier hinguckt, hier ist auf einmal nichts mehr blau. Wer den Speedbild gesehen hat, der weiß, da war eine blaue Pin. Ich habe die Pins gegen Gobrix Pins ausgetauscht. Jetzt auf einmal hält das und man kann das ganze Geschütz auf einmal drehen. Also diese Jingblocks, seid mir nicht böse. In Masse, sobald man mehr als eine Noppe hat, ab zwei Noppen fängt es an zu halten, ab drei Noppen wird es gut. Bei einer Noppe ist das totale Grütze, was hier passiert. Ich erinnere nur an meinen Ruder mit der roten Bar. Wenn man es ein bisschen versetzt macht, hängt es da dran. So, das schieben wir mal weg. Das hier ist meine rote Plate. Die habe ich falsch eingebaut. Dass ich da gepennt habe, ich habe es euch gezeigt. Das hier ist der Geschützturm, den ihr dann für euer Set bekommt. Ich komme jetzt mal damit näher ran, weil ich bin ja einer der Glücklichen, der hier oben ein Flugzeug hat. Und schon sind wir bei dem Schiff als solches. Was der Kevin hier designt hat, für sein erstes Design, was er aufgelegt hat, ist das wirklich eine wunderschöne Sache. Ein Schiff im Maßstab 1 zu 200. Es hat bewegliche Geschütztürme. Es hat die ganzen kleinen Geschütze. Man kann erkennen, wenn man sich ein Foto vom Original anguckt, man weiß direkt, was man hier vor sich stehen hat, was es sein soll. Das gefällt mir außerordentlich gut. Und es ist ein Design, von dem ich... Ein Maßstab, von dem ich weiß, dass viele, viele Leute sich das so ins Regal stellen werden. Dann habe ich euch gesagt, die ersten 10 bekommen diese gedruckten Fliesen und das Flugzeug für den Katapult, den man sich bauen muss, dazu. Ich habe das eingangs des Videos erzählt und ich habe zwischenzeitlich mit Kevin gesprochen, weil ich wissen wollte, wie viele sind überhaupt noch erhältlich von den 10. Niente nada. Das Ding ist schon durch. Er macht es noch einmal, nur für mein Video. Vielen lieben Dank, Kevin, dafür. Also bestellt euch gerne dieses Set, wenn ihr es unbedingt haben wollt. Es ist hier unten verlinkt. So, jetzt wisst ihr natürlich nicht, seid ihr die ersten 10 oder seid ihr nicht die ersten 10. Es gibt jetzt die Möglichkeit, ihr schreibt mir oder schreibt direkt dem Kevin mit eurer Bestellnummer. Das ist das Wichtigste dabei. Dass wir das mit Lesti abgleichen können. Ist das Ganze überhaupt A bezahlt oder ist es nur eine Fake-Bestellung? Leider Gottes passiert sowas, müssen wir da so drüber reden. Und seid ihr noch unter den ersten 10? Dann bekommt ihr also automatisch nochmal die gedruckten Fliesen und dieses wunderschöne kleine Probi-Flugzeug. Das ist das, was der Kevin mir am Telefon versprochen hat. Weil die erste 10er-Serie, schwupp, die war schon weg. Ging also. Ob jetzt noch welche da sind, wenn das Video kommt. Ich bin es mit ihm durchgegangen. Ich habe es mit ihm durchgerechnet. Heute ist hochoffiziell der 17. Frühling. Was haben wir denn heute überhaupt für ein Datum? Ach Mensch. So, heute ist Sonntag, der 19. März. Und wenn ich richtig gerechnet habe, ist heute aber schon irgendwie Ende April. Also, ich hoffe, es ist noch was da. Vielleicht schreibt ihr mich vorher an, wir können das in Erfahrung bringen. Wir kriegen das raus, ich bin bei euch, wir kriegen das raus. So, schönes Schiff, ihr seht das, ihr habt die Schwächen, vor allen Dingen die Schwächen habe ich euch gezeigt und die sind wirklich massiv. Also ich persönlich habe mir ausgetauscht diese 2x8 Plate, weil die ist
Grütze, die ist der letzte Rotz, die wird so mit dem Besen nach draußen wandern und geht in Müll. Der hier fürs Ruder ist in Ordnung. Das ist diese rote Bar. Kann ich jetzt leider nicht wegfeuern. Ich habe keine als Ersatz. Also bleibt sie erstmal da hängen. Ich lege mein Ruder hier oben hin. Die roten Dreiviertelpins, die liegen bei mir schon in der Mülltonne. Alles in allem ist es aber ein schönes Set. Es ist mit den Steinen baubar. Diese Steine haben sehr viel Potenzial nach oben. Vielleicht kommt das eines Tages noch. Ich habe alle Schwächen auch an Lesti geschickt mit der Bitte um Überprüfung und Abänderung, weil ich persönlich, ich habe Angst, ich habe auch einige große Sets da bestellt, die dann definitiv mit diesem Jing-Block sind. Mein Aufruf an alle, die irgendwelche Gratis-Muster bekommen, bewertet bitte das Ganze fair. Guckt es euch genau an und denkt weiter, baut was Größeres daraus. Ich weiß, das ist nur eine Handvoll und das verleitet vielleicht schnell zu sagen, diese Steine sind so geil und weil ich das jetzt in die Kamera gesagt habe, bekomme ich Gratis-Sets hinterher. Werdet realistischer. Lasst euch gleich ein Set schicken aus diesen Steinen. Dann habt es 1:1 vor euch und ihr wisst nicht, dass da eventuell irgendwas getürkt ist. Und dann kommt so ein Onkel und sagt, hier, meckert nur mit mir rum, obwohl ich alles richtig gemacht habe. Und der hat jetzt auf einmal Schrott in der Hand. Lasst euch was aus diesem Block schicken. Diese Muster. Schreit gar nicht erst danach. Sagt einfach, nee, will ich nicht. Schickt mir was Vernünftiges, was aus dem Set zu bauen ist. Und dann gucke ich es mir an. So, ich habe fertig. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was denkt ihr vor allen Dingen über das Set? Das ist mir das Wichtigste. Diesen ganzen Driss, den lassen wir mal außen vor. Haben wir jetzt gesehen, Steine sind nicht die besten. Tralala, pp. Schreibt mir gerne, was denkt ihr über dieses Set? Ist dem Kevin da was gelungen? Ist es ihm nicht gelungen? Weil ich weiß, er ist dabei nachzulegen. Deswegen müssen wir das entweder jetzt ganz schnell ausbremsen, wenn es euch nicht gefällt. Oder wir müssen ihn gewähren lassen. Viel mehr Möglichkeiten haben wir bei dem Ganzen nicht. Also, ab in die Kommentare damit. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen rauf, freue ich mich natürlich immer drüber. Hat es euch nicht gefallen? Daumen nach unten. Auch der signalisiert mir irgendeine Art von Reaktion. Ich muss was tun, das ist dann immer wichtig. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video geschaut habt. Ob morgens, mittags, abends, nachts, mitternachts oder zur Kaffeetrinkenszeit. Der Tag, der hinter euch liegt, hoffentlich war er gut. Der Tag, der vor euch liegt, hoffentlich wird er gut. Was ich mir natürlich vom Herzen wünsche, das wünsche ich mir immer und das wünsche ich mir für nächste Woche ebenso, das ist, dass ihr wieder gesund vor euren Endgeräten sitzt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.